Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Mathepool. Heute kommen wir zur ETH Zürich Aufnahmeprüfung aus dem Jahr 2012 und hier zu Aufgabe A3. Gegeben hier ist ein Kreiskegel und dieser Kreiskegel wird von dieser Ebene geschnitten. Und gefragt sind jetzt folgende Punkte zur Ellipse. So, hier sind wir jetzt bei der genauen Aufgabenstellung. Gegeben eben ein gerader Kreiskegel mit Spitze S und den Koordinaten 0, 0, 10. Grundkreismittelpunkt hat diese Koordinaten 0, 0 und 0. Und der Grundkreisradius beträgt R gleich 3 mal Wurzel 2 Längeneinheiten. Ja, und dieser Kreiskegel wird von der Ebene, wo hier gegeben ist, x plus y plus 3z minus 12 gleich 0, geschnitten. Die entstehende Schnittellipse wird mit Epsilon bezeichnet. So, die Aufgaben A. Skizzieren Sie die Situation sorgfältig in einem Schrägbild. Markieren Sie insbesondere die ungefähre Lage des Mittelpunktes M der Ellipse Epsilon. B. Berechnen Sie die Länge der großen Achse dieser Ellipse. Gut, das sind die beiden Aufgabenstellungen. Kommen wir zur Lösung. So, hier kommen wir jetzt zu Aufgabe A. Also wir sollen die Situation sorgfältig skizzieren in einem Schrägbild. Und von großem Interesse ist eben die Lage des Mittelpunktes M der Ellipse. Gut, diese Ebene haben wir ja gegeben. Da können wir jetzt gleich mal uns drei Punkte ausrechnen, ganz einfach. Wir können x, y, 0 setzen, dann haben wir für z kommt natürlich 4 raus. Wenn x und z 0 ist, dann kommt für y 12 raus und genau das gleiche für y 0 und z 0, dann haben wir x gleich 12. Gut, da haben wir jetzt so ein Kreiskegel hier. Mit Grundfläche, im Kreis und hier jetzt diese Punkte dieser Ebene. So haben wir mal hier, hier und hier. So, die Ebene geht natürlich so durch den ganzen Raum jetzt, muss man sich vorstellen. Er schneidet ja nicht jetzt so die Spitze, sondern der Kegel wird natürlich komplett durchschnitten. So, aber das ist mal als Anhaltspunkt gedacht. So, wie geht man jetzt da vor? Das können wir die Konstruktion gerade mal gemeinsam durchgehen. Mal sicher ist, also wir haben hier 12 Längeneinheiten auf der x-Achse und 12 Längeneinheiten auf der y-Achse. Also schneide ich den Kegel genau in einem Winkel von, also wenn ich hier die Gerade nehme, schneidet er diesen genau im Winkel von 45 Grad. Da kommt die Ebene, wenn man sich das so vorstellt, trifft er als erstes auf, beim Mantel genau auf diese Gerade. Also wenn ich jetzt da so ungefähr das mache, so, das können wir jetzt noch verlängern. Hier muss ich die Mitte nehmen, weil es soll ja 45 Grad sein. Da nehme ich jetzt so ein Lineal. Das setzen wir mal hierher. Ja, ein bisschen muss ich noch rauf ungefähr, aber nur ganz wenig. Also wir sind hier schon sehr gut. Gut, das tun wir weg. Also ganz wenig darauf. Ich mache es jetzt ungefähr, also es ist jetzt gut. Da müssen wir durch den Ursprung. So, gut. So,
Das ist mal das Erste. Also das hier, hier haben wir 45 Grad. Ja? So, jetzt kann ich noch eine Gerade ziehen, wo ich dann genau weiß, dass diese Gerade auf den Kreis, auf den Mantel des Kreiskegels trifft, und nämlich genau auf jene Gerade, wo als erstes touchiert wird oder geschnitten. So, das haben wir hier. Jetzt, wo muss ich jetzt, ich nehme eine andere Farbe. So, jetzt kann ich gerade sofort einzeichnen, welche Linie des Mantels als erstes geschnitten wird. Das ist nämlich genau diese hier. So, dann ist das genau der Punkt, jener Punkt, wo ich als erstes mit der Ebene schneide. So, jetzt haben wir mal diesen Punkt. Wie kriege ich den hinteren Punkt? Da ist ja noch einer, wo die Ebene dann sozusagen jene Mantellinie, wo die Ebene dann als letztes durchschneidet. Das ist auch kein Problem. Da nehmen wir so eine schraffiert und das muss ich, starten wir wieder hier und das verbinde ich genau mit dieser Linie, auch wieder mit der Linie, wo mit 45 Grad durchgeht. So, und jetzt haben wir zwei Punkte, und zwar dieser Punkt hier und dieser Punkt hier. Da weiß ich jetzt genau, die gehören zur Ellipse. So, und jetzt kann ich hergehen, brauche ich nochmal das Lineal. Das halte ich so hin. Jetzt sehe ich mal, wie lange das ist. Das ist 3 cm die Strecke und bei 1,5 und das wäre also hier ungefähr. So, ungefähr. So, was jetzt wichtig ist, ist Folgendes, und deshalb war die Frage nach dem Mittelpunkt gestellt. Der Mittelpunkt der Ellipse, die geht nicht genau durch diese, erstens durch diese Gerade hier, die vom Kreiskegel. So, jetzt kann ich das verlängern. Ich muss es nur bis hier verlängern. Ups. So, das wird jetzt nur ungefähr, ich kann da nicht genau mit, das muss natürlich rechtwinklig drauf liegen. So, das müssen wir verlängern, weil das ist natürlich genau dieser Punkt hier, der gehört natürlich zur Ellipse, ja? Weil die Ebene schneidet ja hier genau da durch. So, und jetzt kann ich hier eine Ellipse platzieren. Diesen Punkt kann ich mir auch fixieren, nämlich das ist diese Strecke hier. Der muss genau auch hier liegen. Können wir nochmal das Lineal nehmen. So, muss ich das verlängern. Da haben wir 1,8 und 1,8, also das passt. Gut. Dann kann ich hier noch zwei Punkte machen. Gehen wir daher. So, also hier, das gehört, dieser Punkt gehört zur Ellipse und dieser Punkt. So konstruiert man dies. Und wenn man das so macht, da habe ich schon im Vorhinein das schöner gemacht, kommt man auf diese Darstellung. Also hier sehen wir diese Ellipse. Hier der Mittelpunkt der Ellipse, der liegt eben nicht auf dieser Geraden hier, also die auf der Z-Achse beim Kreiskegel, sondern ein bisschen eben versetzt. Und
Gut, und da habe ich jetzt noch die ein paar Punkte markiert. Und es ist auch so, dass diese Achse die längere sein muss, weil wir schneiden ja den Kegel so von unten nach oben. Also muss diese Achse die längere sein als diese hier, auch wenn es jetzt auf dem Bild nicht ganz so aussieht. Gut, also muss ich diese Strecke nachher bei Punkt B berechnen. So, das ist eigentlich alles. Gut, kommen wir zur Aufgabe oder zur Lösung von B. So, hier kommen wir jetzt zur Aufgabe B, besser gesagt zur Lösung von B. Wir sollen also die Länge der großen Achse der Ellipse berechnen. Hier haben wir nochmal die Ebenengleichung und hier diese Zeichnung aus Aufgabe A. Gut, wie gehe ich da am besten vor? Ich berechne mir diesen Punkt und diesen Punkt. Das kann ich recht einfach machen, da ich ja weiß, der liegt auf einem Winkel von 45 Grad. Und somit kann ich die Koordinaten von P und natürlich nachher auch von Q berechnen. Dann wähle ich eben oder konstruiere ich mir diese Gerade SP und SQ und lasse die Gerade mit der Ebene schneiden. Und somit erhalte ich die Punkte A und C. Und wenn ich diese Punkte habe, dann kann ich mir die Länge dieser Geraden ausrechnen und bin schon am Ziel. Gut, machen wir das. Punkt P, also wir starten hier, das ist die X-Achse, hier haben wir 45 Grad. Also ist der X-Wert, muss ich gerade sehen, ja stimmt, den Radius, den haben wir ja gegeben vom Kreiskegel. 3 mal Wurzel 2 mal Cosinus 45 Grad. Da bekomme ich diese Strecke. Cosinus 45 Grad ist Wurzel 2 halbe. Das ist 1 dividiert durch Wurzel 2. Dann kürzt sich das und übrig bleibt die 3. Bei y ist genau dasselbe mit dem Sinus. Und der Sinus von 45 Grad ist natürlich genau gleich groß wie der Cosinus von 45 Grad. Nämlich Wurzel 2 halbe, kürzt sich auch alles und wir haben hier die 3. So, jetzt der Punkt Q. Also, wenn das 45 Grad sind, wenn ich hier hinten gehe, dann habe ich ja, bin ich bei 180 Grad und jetzt diese 45 noch dazu, dann habe ich einen Winkel hier von 225 Grad. So, jetzt hier genau dasselbe. Wenn ich da x-Achse verlängere, dann haben wir hier für den x-Wert, muss ich mit dem Cosinus rechnen und für den y-Wert mit dem Sinus. Und natürlich beide sind da negativ, weil wir befinden uns hier natürlich im dritten Quadranten. Also so einen Kreis teilt man in 4 Quadranten auf. Der erste, da ist immer Cosinus, Sinus positiv und eben im dritten sind die beiden negativ. Und das sehen wir auch hier jetzt. Das ergibt genau den gleichen Wert wie hier, nur mit einem negativen Vorzeichen. Und darum haben wir hier minus 3 und auch hier minus 3. Jetzt gehe ich her und berechne mir diese beiden Strecken, PS und QS, dann eben mit der Ebene schneiden und schon erhalten wir die Punkte A und C. Gut, machen wir das. Jetzt muss ich mal eine Gleichung aufstellen für die Gerade GPS. Das habe ich jetzt so halt geschrieben. GPS ist gleich eben die Spitze plus Lambda mal PS. Das ist eben der Vektor, der in Richtung der Geraden dann zeigt.
Und genau das gleiche bei GQS, da haben wir halt ein Q statt ein P. Und hier nehme ich den Wert μ. Gut, dann stelle ich das mal auf. Also PS ist ja S minus P. S hat die Koordinaten 0, 0, 10. Gut, das ist einfach. SP, also S minus P, dann haben wir minus 3, minus 3, 10. Das haben wir hier. Und bei Q ist genau das Gleiche. Da haben wir eben, wird das Negative dann positiv, also 3, 3, 10. Und hier jeweils die Spitze, also die Punkt S. So, jetzt gehen wir her und setzen diese Gerade und nachher auch diese in die Ebene ein. Und dann bekomme ich das Lambda. Und wenn ich das Lambda hier dann einsetze, dann komme ich genau auf den Punkt A. So, also ich setze das in die Ebenengleichung ein. Also da haben wir mal minus 3 Lambda, minus 3 Lambda, das kommt von hier, und jetzt 10 plus 10 Lambda. Das haben wir hier dreimal, Klammer, 10 plus 10 Lambda und jetzt noch minus 12, gleich 0. Jetzt kann ich das ausmultiplizieren, zusammenfassen und dividieren. Danach bekomme ich ein Lambda gleich minus 18 24. Das kann man noch mit 6 kürzen. Und somit bekomme ich fürs Lambda minus 3 Viertel. So, jetzt nehme ich dieses Lambda her und setze es hier ein, diese minus 3 Viertel. Und wenn ich das hier multipliziere, minus 3 Viertel mal minus 3, haben wir 9 Viertel. Beim Y-Wert genau gleich, 9 Viertel. Und jetzt minus 3 Viertel mal 10. Da habe ich minus 30 Viertel und hier habe ich 40 Viertel, dann bleiben 10 Viertel über, das kann ich mit 2 kürzen, habe ich also 5 halbe. Gut, somit haben wir die Koordinaten für den Punkt A. Genau das gleiche jetzt für den Punkt C, da hinten. Da haben wir, setzen wir auch alles in diese Ebenengleichung ein. Jetzt halt diese Werte hier. Und da kommen wir auf das. Wieder ausmultiplizieren, zusammenfassen. Kommen wir auf ein μ von minus 1,5. Und jetzt genau das Gleiche. Wenn ich hier μ minus 1,5 einsetze, dann bekomme ich eben minus 3 halbe, minus 3 halbe und dann noch 5. 10 minus 5 ist eben 5. So, die gesuchte Achsenlänge entspricht nun der Länge AC. Und das lässt sich ganz einfach ausrechnen. Betrag noch, hier fehlt der Betragstrich. So, davon muss ich den Betrag ausrechnen. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich nehme hebe 5 Viertel mal raus. Das habe ich hier gemacht. Hier fehlen auch die Betragsstriche. So, jetzt. Das habe ich hier gemacht. Das kann ich rausheben, weil nachher wird das ja zum Quadrat genommen und die Wurzel davon. Und somit kann ich das gleich vor dem Betragsstrich ziehen. Also wenn ich da 5 Viertel raushebe, erhalte ich da minus 3, hier minus 3 und da 2. Weil 2 mal 5 Viertel gibt dann wieder 5 halbe. So, hier lässt sich das jetzt ganz einfach ausrechnen. Also 5 Viertel mal jetzt alles Quadrat nehmen, addieren und daraus die Wurzel. Minus 3 zum Quadrat gibt 9, hier auch 9 und das gibt 4. 9, 18 plus 4 ist 22, also haben wir 5 Viertel mal Wurzel 22. Und das ist jetzt gerundet, wenn man es in Taschenrechner eingibt,
5,86 Längeneinheiten. Und das ist eben die Länge dieser Achse, Ellipsenachse, und zwar der großen. Gut, das ist schon alles zu dieser Aufgabe. Ich freue mich über euer Feedback und natürlich bis zum nächsten Mal. Adieu.